Was ist der Ursprung des Bösen, insbesondere des ethisch-moralisch Bösen? Auch zu dieser Frage gibt es viele menschliche, philosophische und damit falsche Konzepte, wie zum Beispiel das sogenannte monistische Konzept. Das besagt, alles kommt von Gott, Gott hat alles erschaffen und damit auch ethisch-moralisch Böses. Aber das ist falsch, denn die Bibel macht klar, Gott ist in sich dem Wesen nach gut und heilig. Von ihm kann nichts Böses kommen. Ethisch-moralisch Böses oder Böses an sich, denn alles, was er macht, ist gut. Und er hat die Schöpfung erschaffen in einem guten Zustand. Ein weiteres falsches Konzept ist das sogenannte dualistische Konzept. Das besagt, das Böse ist eine Art selbstständige, ewige Gegenmacht zum Guten, also auch entsprechend der fernöstlichen Konzepte wie Karma und Yin und Yang. Aber auch das ist falsch, denn bevor es überhaupt eine Schöpfung gab, vor aller Ewigkeit gab es nur Gott, der Dreieinen Gott, und der ist in sich gut und heilig, da gab es nichts Böses. Das dritte Konzept ist das biblische und damit das wahre. Das besagt, der Ursprung des Bösen kommt aus der eigenständigen, verantwortlichen Entscheidung des Geschöpfes Gottes für das Böse. Also das Geschöpf Gottes hat sich bewusst und verantwortlich für das Böse entschieden. In erster Linie Luzifer, der sich entschieden hat, gegen Gott zu rebellieren. Und mit ihm kommt dann die Macht der Finsternis, eine ethisch-moralische Macht der Finsternis in diese Schöpfung hinein. Und der zweite Vorfall ist, der Mensch als Geschöpf Gottes hat sich für das Böse entschieden, indem er gegen Gottes Gebot gehandelt hat. Und damit kam im Sündenfall, durch den Sündenfall, Leid, Böses und Übel in diese Welt hinein. Das ist das wahre biblische Konzept über den Ursprung des Bösen.